Dies ist eine sehr gesunde koreanische kalte Nudelsuppe. Perfekt für eine leichte und nahrhafte Mahlzeit an einem Sommerabend. Wir sagen immer 3 in 1. Er kann eben das Thema helfen beim Liefern, er kann helfen beim Abräumen und er kann eben Promotions machen. Und das ist alles in einem Gerät vorhanden. Zwei Gäste des Hotels lassen sich probeweise vom intelligenten Roboterkellner bedienen. War eigentlich ganz in Ordnung. Wir mussten uns ein bisschen selbst bedienen, aber lief eigentlich ganz gut. Das wird die Zukunft sein, ne? Denke ich mal. Sieht man in anderen Ländern ja auch schon. Tatsächlich ist die Anwendung von KI-basierten Robotern in Deutschland noch nicht so weit fortgeschritten wie beispielsweise in Asien. Ein Fehler auch der Politik, die viel zu wenig die neue Technik fördert, meint Professor Jan Peters. Das betrifft die Industrie, das betrifft die Rehabilitation, das betrifft die Pflege. In jedem der Bereiche würde eine helfende Hand mehr nutzen und uns sehr viel weiterbringen. Plus minus 20.000 Euro kostet ein Service-Roboter. Nach einem halben Jahr soll er sich amortisiert haben. Manches Modell scheint jeden Cent wert zu sein. Ich weiß, dass ich sexy bin, aber ich muss jetzt arbeiten. Na dann, auf in die schöne neue Arbeitswelt.